There's too many of them. Hurry, or pirates toast! I know that. It's just... Forgive me. Damn it! Hyra! I won't let you! It's not enough! Poppy! Activate QT mode! Lift up from below! Understood, Master Pine. Poppy Superpower. Ja, hau weg. Das ist bestimmt ein böses Ende, oder? Eieieiei. Ein Einhorn. Ach, er hat es überstanden. Das Knistern ist ganz weg jetzt. Cool. It missed. They did it, Vex. They stopped it. Yeah. Sieg, mein Man. Ach, ich dachte schon. 500 years. For 500 years. We Tantalese have concealed the Omega Fetter. Do you know why? Our old homeland, Tornum, was destroyed in the Aegis War. Our hero, Adam, also failed to return. You must understand. Old Torna as a country was united around the hero. But... our ancestors, less so. What are you saying? That we're not Adam's bloodline? Precisely. In Torna, our family were just a cadet branch. We only gained our current position in the confusion of the war's aftermath. But then, we're just a bunch of usurpers! They were desperate times. We had no choice. The nation must continue at all costs. Even if it meant claiming Adam's name. With its guiding force gone, much blood was spilled in Torna. We did what had to be done to reunite it under the new banner of Tantal. Legends of the hero who saved the world are deeply ingrained in people's hearts. And you used them for your own political agenda. Even so. All was done in the name of saving the world from burning once more. Don't you dare try and sugarcoat it. Short story is, they saw an opportunity to gain influence and they took it. Gah! That is the way of the world. Moradain could easily take a similar path. Yes, we are in no position to condemn them outright. Sehr so did this Adam guy really never return? Indeed. The records indicate he went missing immediately after sealing away the Aegis. It is likely he simply perished during the journey home. He didn't just go missing. What did you say? Aegis? Adam. He had foreseen everything. He knew what would happen to the people after the kingdom fell. But he chose not to return. Adam left us of his own will. But why? Hear me, my science. I am Adam Origo.
This day I seal the Aegis, away from the world. But this seal is not for eternity. In anticipation of the day that humanity becomes worthy of the Aegis's power, I entrust her to posterity. She is our hope. When mankind has matured and learned to live better lives, she will answer your call and return to you. Das war zu früh. Trusting that day will come, I leave my final wish to you. Richtig, Kurin. Niemals. Adam foresaw much confusion and hardship in the world ahead. And when I seemed unsure, he told me something. This is a trial. Is me sleeping a part of the trial? That's right. It is a trial for us humans, one we must overcome ourselves. If we cannot do that, we don't deserve to live alongside you. Aber schon kurios, dass Adam immer eine Kapuze trägt. Man soll nicht sehen, wer es ist. Live alongside. Tja, warum wohl? To be honest, I still don't fully understand what he meant by that. Whether he simply meant the coexistence of humans and blades, or something more. But I think he made a difficult choice. For the sake of everyone's survival. Uh-oh. Dramatische Wendung. Your Majesty! What is this? It's Genbu. It's broken free of our control and started to dive into the clouds. What? Der Titan, schätze ich mal. Pandy! Oh no! What exactly is happening? Could it be that blast? What is he... Tantal keeps Genbu under control using the Omega Fetter. But firing the Aether Accelerator, it could have created a counterflow in Genbu's Aether Conduits, oops, causing a critical overload. So Genbu's broken. Oh no, my words can't reach him anymore. Genbu is just going to dive deeper and deeper. Then... Domo, git! That's what happens when you use antiquated parts. The Cloud Sea has a similar density to water. As we dive, the pressure will keep sagen, building. Was fließt, aber dann der Druck, okay. Mhm, by ja. 500 peds, a human would be crushed completely. Ah, and all that force will weigh down on Genbu. Da muss ich folgt. What's hä? Our depth now? Kann auch nicht sein. 2200 peds, sir. We are diving at a rate of 120 peds per minute. And Genbu's depth limit? 25,000, give or take. That'd give us just over 3 hours. Okay. Whoa, Shell, that's good at maths. Bite me. This ain't good. Hey, chum, there's a pressure-resistant pod in the palace's southern tower. You guys at least should get in and escape. What about you and everyone else? Don't worry about us. How can I possibly not worry about you? Isn't there any other way? Some way to save everyone? Only Pandoria can tell Genbu what to do. If it won't budge for her, it's no use. Apart from that, all we can do is try to evacuate as many people as we can. But with just 3 hours. Schaffen wir schon. I think you mentioned before, you control Genbu using the Omega Fetter, right? Yeah, but... Where is it? Inside Genbu's head. It's straight south from the palace, through Genbu's spinal column.
I will go. You'll go? Pirate, what are you... The Omega Fetter is originally Ophion's control core. And Ophion is my artifice. It can't be 100% sure, but I think I might be able to fix it. Okay, Pyra. Und wenn nicht? Pyra being serious? They tried to kill Pyra 1 minute ago. That's a totally separate issue. Isn't that what you'd say, Rex? Ich denke schon. What? Oh, yeah. I guess it is. And that's why. Friend Pyra. Tora get it. Then Tora and Poppy also lend help. Das soll das ja auch sein. Looks like we're in too, Drumak. I would have it no other way. That's settled then. Stay out of our way, old man. Got it? You and all risk your lives for this. Ja, krass, oder? For the sake of Tantal, though we attempted to destroy the Aegis. It's not about Tantal. Then why? You're a king, right? You ought to be able to figure it out. Rex, you are... Na, sag's. Morag? Krass drauf, ne? Krass drauf ist Rex. You leave me little choice. Zeke, where was the Fetter again? How do we get there? I won't just tell you. I'll take you right to it. Zeke? Save it, old man. You better make a start on evacuating the people. Echt, hey. Though with us on the case, your efforts are probably going to be wasted. Understood. No time for chit-chat. Let's go. Ja, noch 2 Stunden 50 Minuten jetzt, Leute. Seht zu, komm. Zack, 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 zack. Das Lustige ist, ich kann bestimmt noch nebenbei eine Schnellreise machen, sonst würden in der Zeit, aber ist ja egal. So, der Weg zur Omega-Fessel ist leider kein Spaziergang. Die Stadt hier, Theosuar, liegt am obersten Rand der Schneefelder. Wenn ihr draußen beim Palast nach links schaut, seht ihr Ruinen des Theospiti-Tempels. Ruinen mitten in der Stadt? Ja, ganz welche von der richtig ruinierten Sorte. Ruinen von der ruinierten Sorte, na klar. Jedenfalls gibt es ja in Ruinen irgendwo ein Tor, das Theosuar-Hintertor. Da müssen wir durch. Und danach müssen wir nur noch eine halbe Ewigkeit den Säulen nach unten folgen. Klingt ja super einladend. Aber Zeit drängt, oder? Schnell in die Schneefelder rein. Los, 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 los. Hey, ich war noch nicht fertig. Also, erst durch Gendu-Schneefelder durch und irgendwann erreichen wir dann den alten, antiken Säulenkorridor. Den durchqueren wir und dann finden wir die Omega-Fessel. Reiseplan grauselig lang. Tora wird vom Zuhören dösig. Oh, Meister Pon sieht wirklich dösig aus. Lass die Scherze, Tora. Wir haben jetzt hier echt zu tun. Es geht um Siegs Heimat. Das ganze Land braucht uns. Nu, Tora wird gebraucht. Tora ist hellwach. Tora übernimmt Führung. Lasst uns gehen. Wir müssen uns beeilen. Danke, Kameraden. Das vergesse ich euch niemals. Also nochmal. Raus hier und dann links rum. Und dann bla 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 bla. Tora weiß ganz wenig auswendig. Alle Tora nach. Los. Ja, als ob. Glaubt ihm noch keiner. Party hat sich geändert. Ich nehme wieder Rex Ryan. Rex Ryan. Und ganz wichtig, ich nehme wieder Mithra Pyra. Ah, andersrum. Ich nehme das Ding wieder raus hier. Erstmal tauschen wir. Und dann Tilos, willkommen zurück. Was stimmt mit dir, Wassertyp? Kerl. Geht so. Also bevor ich weitergehe, gucke ich nochmal, ob ich jetzt die ganzen neuen Läden abklappern kann. Und ob es da was Schönes Neues für mich gibt im Sinne von Urkunden. Weil ich habe jetzt durch Söldnerauftrag entsprechend was geholt. Mag ja durchaus sein. Nee, habe ich gar nicht. Wo war ich gerade? Ich habe gerade was bekommen, irgendwie an Schlüssel-Items oder nicht. Na egal, dann war es nicht Tantal. Einer hiervon. I'll do it. Everyone's counting on me. Riesenbälle, irgendjemand? Nein, ja. I'll support you in every way. Dann brauche ich wieder mal irgendwelche random Dinger. Hilft ja nix. Hilft ja nix. Ab geht er. Don't worry. I'm great at support. Ja. Darf doch ein Anführer sein, weil du gerade so Ostgolf machst hier. Ab dafür. Yeah.
So, 12 Blutung in den nächsten, sehr schön. Sehr, sehr schön. Vertrauen gestiegen, ja, das freut mich ja. Warte ganz kurz umsehen, bevor ich weiter laufe. Vielleicht passe ich jetzt noch irgendein wichtiges Item hier. Oder ein Ort. Ihr sollt los, Leute. Evakuieren. Sicherheitshalber. Klar, ich schaffe das und so weiter, aber sicherheitshalber halt. Oh, ich gehe ja wieder. Das war aber nicht so viel hier. Tschüssen. Kusumira, hallöle. Wie war's bei Dave, dem Diver, hä? Hast du ordentlich Profit gemacht mit den Thunfischen? Klar, Mann, ich weiß es schon, aber ich will es von dir nochmal hören. Ich muss weiter runter, ne? Von da komme ich, schätze ich mal. Warte kurz. Ne, hier ist... Achso, hier ist das Hauptgelände. Gut 1000 Öcken, echt gut. Ja, krass, siehst du, sag ich doch. Ein reines Fischvergnügen. Die Thunfische zu verkaufen da. Läuft, läuft. Muss ich nur rausfinden, wo ich jetzt hier hin muss, um rauszulaufen, weil hier zumindest geht es offenbar raus. Tempelruine, ja, das klingt richtig, da sollte ich glaube ich hin. Mhm, gut. Da gibt es sogar. Autsch. Wie komme ich da jetzt wieder rauf, wenn ich wollte? Ach, da lang, okay. Okay. Erstmal das da angucken und dann Söldner auf dich schnappen. Au, ein Corvin-Ding, voll gut. Gibt es hier ein Problem? Hm? Können wir Ihnen da bei irgendwas behilflich sein? Ach, gute Güte, ein Gespräch mit einem Jungen, so guten Jungen aus denen Mann, werde ich bestimmt nicht ablehnen. Oh, du schmeichelst mir. Das Gefühl, sie hat nicht ihn gemeint, also egal. Ich glaube, sie hat ja mich gemeint, Sieg. Lügner! Oh, bitte, kein Streit. Ihr seid beide so stattliche Erscheinungen, fast so erhaben wie König Euli-Luke-Typ. Nun gut, ich vergebe dir. In jedem Fall wart ihr ein Gedankenversuch, meine Dame. Können wir euch irgendwie helfen? Na klar, haben wir dafür Zeit. Oh ja, vielleicht schon, vielleicht schon. City Monster, wisst ihr? Sie sind zu einer richtigen Plage geworden. Es ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis eine arme Seele beim Ernten von ihnen angegriffen wird. Aha. Nun, wenn es ums Monsterjagen geht, braucht ihr nicht weiter zu suchen. Haha. Ah, Corvi, alter Kumpel. Du hast ja auch keine Hemmung, jemanden die Show zu stehlen, oder? Aber sei vorsichtig mit dieser alten Dame. Du weißt nicht, worauf du dich einlässt. Papa, wie kleinlich. Ich erfülle gerne jede Bitte, egal wie groß. Ach, es ist so lieb, dass ihr helfen wollt, Jungs. Vielleicht könnt ihr ein paar Grabgorillusse um das Genbu-Schneefeld herum besiegen, ha? Huh? Oh, wer ist das? Und wo ihr gerade dabei seid, noch ein paar Windleopards mit mir, ja, okay? Ach ja, und könnt ihr die Sache mit den Fadentäuschers erledigen, hä? Das ist ernsthaft. Das mit den Arno-Kapitingern ist auch ein Problem. Also bitte auch das, ja? Leute, nein! Darf ich auch eine Bitte äußern? Gib alles, kleiner Freund, klar. Gut, könnt ihr ein paar Klimmzirkel für uns beseitigen? Eisbesen. Ich will Eisbesen. Es wäre schön, wenn ihr uns ein paar Smaragdschnee bringen könntet, ja? Wärt ihr so lieb? Leute, was ist los mit euch? No shit. Ja, klar doch. Eure Wünsche werde ich mit größtem Vergnügen erfüllen. Hm, genau, der kleine Finger, Kurin, so ist es. Das ist sehr lieb von dir, mein Schatz. Ja, ja. Aber ich hoffe, ihr kennt eure Grenzen. Es wäre eine Schande, wenn euch dabei was zustieße. Na, danke für die Warnung. Siegmann, Alter, ich kann die kann echt austeilen. Meine Fresse. Habe ich doch gesagt. Und trotzdem können wir die Bitte nicht abschlagen. Wäre nicht, wenn wir sollten sich darum kümmern, oder? Das Gleiche, das überrascht mich jetzt nicht wirklich, habe ich schon mit Corvin gehabt. Und zwar in Letheria, also in der Stadt von... Von Samira? War das von Samira gewesen? Jedenfalls in der Stadt, in dem Dörfchen, wo Rexxar kommt. Da war ich auch auf Bergungstour. Für die ganzen Item-Grindereien und so weiter. Und da war das Gleiche normal gewesen. Also offenbar zieht dieser Lichttypi einfach Milliarden Aufträge an. Ekelhaft. Das Kuriose ist bloß... dass das Ganze gerade als Quest verpackt wurde. Also offenbar... nehme ich an... ist das dann hier... Ah, okay, alles klar. Das sind die Aufgaben für alle seine Sachen hier oben. Okay. Und das hier für Letheria ist das andere Ding, was ich jetzt machen könnte, müsste zum Beispiel. Okay, okay. Oh, gut. Aber naja, dann wissen wir zumindest, was wir tun müssen, um da entsprechend weiterzukommen irgendwann mal. Wenn ich dann das vorherige erledigt hätte und so weiter und so fort.
Ja, Kurin kommt mir vertraut vor. So, aber jetzt raus in die Wildnis und ach, eine Quest annehmen, wenn wir schon mal hier sind. Oh, zwei Quests sogar. Schneehügel. Reicht absolut nicht. Ich dachte, hätte mehr Feuerelemente irgendwie. Aber warte ganz kurz. Ich, siehst du. Ganz anders. Wechsel. Ja, danke. Na gut, dann Lucarion, du Pokémon. Och, Menno, wo ist er nur? Was denn? Hallo. Habt ihr vielleicht einen Stein gesehen, der wie eine Schildkröte aussieht? Ziemlich klein. Ich habe gestern außerhalb der Stadt gespielt und muss ihn dabei irgendwie verloren haben. Ich habe ihn gesucht und gesucht, aber Fehlanzeige. Wahrscheinlich liegt er bereits irgendwo unter einer Schneeschicht begraben. Ja, ich hoffe, ich finde ihn bald wieder, bevor noch mehr Schnee fällt. Das ist bestimmt ein Problemchen. Den Stein hat damals mein Papa geschenkt. Er hat gesagt, dass er mich groß und stark machen würde. Kurz darauf war Papa weg gewesen. Meine Mama meinte, dass er auf eine ganz, ganz lange Reise gegangen sei. Aber einsam habe ich mich nie gefühlt. Denn durch den Schildkrötenstein war es so, als ob Papa nie immer bei mir gewesen wäre. Dieses Schild, die wohl geht. Hoffentlich fühlt er sich nicht einsam. Ich muss ihn so schnell wie möglich finden. Die haben es hier mit Schildkröten auf den Tantal-Regionen, ne? Mann, Mann. Wir helfen dir, alles kein Ding. Echt, ihr möchtet helfen? Wahnsinn! Ich suche noch ein bisschen weiter hier, okay? Ihr könnt ja inzwischen mal auf der Amphoret-Säule vorbeischauen, okay? Ich habe gestern in der Zeit da in der Nähe gespielt. Da habe ich ihn vielleicht fallen lassen, wer weiß. Bestimmt mitten im Monstergebiet, wo so ein kleiner Steppknick verloren hat, aber sehen wir dann. Wollte ich gar nicht. Egal. Aktive Mission jetzt. Liebe Leute, ich mache ein kurzes Päuschen, sehe ich gerade. Die Zeit passt nach knapp 2 Stunden. Mach mir noch fix einen Cappuccino und dann geht's zur zweiten Hälfte des Streams heute über. Aber erst mal ein paar Minütchen. Bis gleich.